Ich muss sagen, dass der alte Mann mich enttäuscht hat. Anders als du. Zweimal schon hast du meine Schwestern bezwungen. Du hast außerordentliches Talent. Was machst du bei diesen Galgenvögeln? Wenn du Geborgenheit suchst, biete ich dir unter meinen Flügeln ein warmes Plätzchen. Du weißt genau, was ich will. Überlass mir den Dominus und ich lasse dich gehen. Du wagst es, mir Befehle zu erteilen? Du kleines, freches Lamm. Dein Geblöke werde ich nicht länger über mich ergehen lassen. Jetzt wird es Zeit für dich, zu schweigen. Sieh der Wahrheit ins Auge, Träger! Niemand hört dir zu. Du bist allein! Komm, mein Lämmchen, auf die Schlachtbank mit dir.
Ah!
Wie kann ein Träger... Nein! Wieso lebst du noch? Warum bist du immer noch nicht tot? Warum? Ich sag dir warum, Benedikta. Er kämpft für etwas, an das er glauben kann. Sei still! Was willst du hier? So, das war's. Der Dominus, wo ist er? Wer? Was bist du? Clive? Es reicht mir. Was? Sie ist weg. Was ist passiert? Gib sie her! Gib sie her! Gib sie her! Milady! Wo ist sie? Wo ist Garuda? Was hast du mir angetan? Gib sie zurück! Fasst euch, Milady! Wir brauchen euch doch! Was ist hier los, verdammt? Ihre Kraft, du... Du hast sie ihr genommen. Aber wie? Oh, oh. Ich hoffe, die Träger sind schon raus. Clive, der Laden bricht gleich zusammen. Und dann will ich nicht hier oben stehen. Wenn dein Dominus schuld am Feuer ist, und da wette ich drauf, ist er längst weg. Verdammt nochmal. Was war das? Unsere Ablenkung hat funktioniert, Euer Gnaden. Die Gefangenen konnten fliehen. Gehen wir. Ja. Sieh doch, der Morgen bricht an. Gleich kommt die Frühschicht, die ohne ihren morgendlichen Haferschleim sicher nicht gut gelaunt ist. Komm,
Wenn die uns hier beim Kerr erwischen, dann könnten sie voreilige Schlüsse ziehen. Gut. Sie hat gesagt, dass ihre Kraft weg ist, aber... Hast du sie jetzt, oder? Ich glaube, ja. Ich spüre sie. Sie ist in mir. Bei meinen Flammen. Vielleicht solltest du sie mal ausprobieren. Was kann schon schief gehen? Durchgang gesperrt! Dreht um! Ich bin's nur. Mann, Gav, bist du eigentlich lebensmüde? Na, das sagt der Richtige. Ihr habt euch ganz schön ausgetobt, was? Hier lang. Aber wenn ihr zwei die Träger nicht befreit habt, wer dann? Gute Frage. Wohl jemand, der sich nicht mit einer Hapühe rumschlagen musste. Hauptsache, sie sind sicher. Und das sind sie. Dank deiner Hilfe, Gav. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Und er ist fündig geworden? Nein, dabei waren wir so nah. Gut, dann suche ich ihn. Aber warum? Ich habe auch Familie verloren. Meine hat der Kaiser auf dem Gewissen. Manchmal hilft einfach nur die Hoffnung auf Rache. Danke. Wir sehen uns, Freunde. Ich glaube, er mag dich. Sie ist weg. Weg.
Milady, ihr müsst stark sein. Wir bringen euch hier. Weg, weg, weg! Was soll ich nur tun? Barnabas? Wann erreichen wir die Küste? Bei dem Tempo erst nach Sonnenuntergang. Er wird mich verstoßen wie all die anderen. Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun? Milady, wir sind da. Geralt. Was haben wir denn hier? Sieht nach einem wahren Prachtstück aus. Als redliche Händler sollten wir unsere Waren gründlich inspizieren. Oder was meint ihr? Bleib weg! Sie können dir nicht mehr wehtun. Komm, lass uns gehen. Ist das meine Strafe? Weil ich nicht auf dich hören wollte? Sid. Spürst du das auch? Garuda. Bei den Flammen. Schluckt dieser Sturm noch den ganzen Wald und uns gleich mit. Ich halte sie auf. Was willst du? Da war sie wieder. Dieselbe Stimme. Verdammt nochmal, musst du deshalb da reinlaufen? Und weg ist er. Clive, ich glaube, du verstehst nicht. Das ist kein windiges Wetter, in das du da läufst. Benediktas Jähzorn ist unberechenbar. Und das an einem guten Tag. Wer weiß, was uns da drin blüht? Das ist mir egal. Ich brauche Gewissheit. Ein für alle Mal.